herzlich willkommen zur 113. Folge von Forza Horizon 4. Das hier ist der 1939er Mercedes W154, einer der damals erfolgreichsten Rennwagen bei Mercedes in der 30er Jahre. Was ein Teil. Das Ding hat einen 3 Liter großen V12 Motor, das ist schon mal ziemlich krass. 3 Liter Motor, aber dann 12 Zylinder, das sind schon sehr kleine Zylinder. Kompressor aufgeladen. Das Ding leistet so, je nach Variante, gibt es unterschiedliche Angaben, dass der Motor mal mehr, weil weniger PS hatte, so zwischen 430 und 480 PS, ungefähr. In dem Rahmen hat sich dieser Wagen bewegt, dieser V12 Motor, Kompressor aufgeladen, warum auch nicht, ne, kann man machen. Top Speed, ja, auch je nach Getriebe natürlich, 320, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, kann man machen, ne, Ende der 30er Jahre. Ich meine, mein Corsa fährt nicht 320. Das ist aber etliche Jahre neuer. Ich wäre, glaube ich, ein bisschen sicherer. Aber es ist ja auch ein Rennwagen. Wo geht ein Rennwagen hin? Richtig, auf die Rennstrecke. Also, let's go. Das Teil ist wahrlich eine Höllenmaschine mit einer Rundenzeit von 3 Minuten 9,656, was zwischen dem Jaguar XES und dem Subaru Impreza ist. Auch finde ich eine doch schon ganz beachtliche Zeit. Vor allem auf der Geraden, wie der Wagen abgeht. Das ist ja der Wahnsinn. Wo ich das dann gefahren bin, auch am Start in der ersten Runde, ich war schon vor der ersten Kurve auf dem ersten Platz. Weil die Beschleunigung einfach so krass ist. Ich meine, der Wagen ist in der B-Klasse. Welches auch in der B-Klasse fährt weit über 300 Sachen.
Ich glaube keins. Kein anderes Auto. Außer vielleicht ein anderes Auto aus dieser Klasse, aber außer diese Rennwagen fährt auch, glaube ich, kein Auto aus der B-Klasse deutlich über 300 Klamotten. Das auch mit dieser Beschleunigung, wie das Ding marschiert, das ist der Wahnsinn. Dafür natürlich, der Wagen ist steinalt. Ist älter als meine Oma. Und die ist auch schon nicht mehr die jüngste. Natürlich, Reifentechnik, Fahrwerkstechnik ist natürlich eine absolute Grütze. Ist auch gesehen in den Kurven, ich musste wirklich sehr, so stark abbremsen. Und auch in den Kurven, wenn ich wieder beschleunigen wollte, also Grip-Fehlanzeige. Ich meine, das sind doch ziemlich schmale Reifen. Der Wagen hat reinen Heckantrieb und dann die Reifen. Das sieht jetzt nicht besonders breit aus und dann fast 500 PS darauf. War natürlich damals schnell, aber heutzutage ist das natürlich absolut veraltet. Deswegen, der Wagen braucht auf jeden Fall bessere Reifen, besseres Fahrwerk. Aber kriegt auch mehr Leistung. Also ich will den schon mal heute mal richtig aufbauen. Und ich. Ach so. Sich nichts auf Wagen zum Glück. So, wir könnten auch den Antrieb wechseln. Und zwar von Heckantrieb auf Allradantrieb. Aber pff, sind doch keine Pussys. Übrigens ja, Gewichte, 1,2 Tonnen. Das eigentliche Gewicht des Autos ist viel niedriger, nämlich 800 bis 900 Kilo. Denn dieser Wagen verbraucht ziemlich viel Sprit, nämlich ungefähr 1 Liter pro Kilometer. Deswegen hat das Ding auch einfach riesige Tanks mit einem Gesamtvolumen von 400 Litern Sprit. Also von diesen 1,2 Tonnen, wie er hier steht, sind 400 Liter Sprit. Ich weiß jetzt nicht genau, was Sprit wiegt. Ich denke mal, es sind auch bestimmt 300 Kilo oder so, die in diesem Auto hier nur bespritzt sind. Also mal so zur Info, der Tank meines Corsas fast 45 Liter. Der hier 400. Ja gut, meiner verbraucht auch nicht so viel. Meiner verbraucht ungefähr 5,5 bis 6 Liter auf 100 Kilometer. Und der hier 1 Liter pro Kilometer. Also 100 Liter pro 100 Kilometer. Aua, nee, das ist doch schon amtlich. Vor allem hier 400 Liter. Wo sind die hin? Der Wagen ist ja auch nicht sonderlich groß, nicht breit, also viel Platz ist ja eigentlich nicht. Der Motor ist relativ klein, aber sonst, naja. So, Reifenmischung, oh, haben wir einiges. Wir haben Straßenreifen, ja, der hat nicht mal Straßenreifen, logischerweise. Dann Sport, Rennreifen, Horizon-Rennreifen, Offroad-Reifen, Drag-Reifen und Oldtimer-Rennreifen. Ich mach mal normale Rennreifen drauf. Das ist auch mal ein bisschen zeitgemäß. Dann diese Reifenbreite, wie soll das ein Auto da Grip bekommen? Mit so einem solchen Fahrradreifen. Kann man gucken, wie breit die sind. 200er Reifen. Bei 480 PS. Oder bis zu 480 PS. Nicht gut. Deswegen, das ist auch eigentlich zu schmal. Aber es ist auch ein bisschen problematisch, weil das halt auch natürlich nicht so geil aussieht, wenn du auf den Wagen 335er raufpackst. Sieht halt auch ziemlich bescheuert aus. Aber es hilft halt ungemein. Vorne 155er. Da hat mein Corsa breitere Reifen. Deswegen, der kriegt 215er vorne. Das Beste, was geht. Felgen lasse ich natürlich so, aber Größe würde ich sogar ein bisschen, sogar noch ein Zöllchen größer machen. Und hinten vielleicht sogar 21. Und vorne 20er. Ist auch schon mal ein bisschen besser. Also eigentlich würde ich jetzt den Wagen mal probieren, Vollaufbau. Und jetzt schon, wir haben 8,3 als Geschwindigkeitswert. Der Wagen war auf B-Klasse. Von B jetzt so auf S1 mal direkt. Wir waren noch nicht mal am Motor. Bremsen natürlich wäre auch nicht schlecht, bessere Bremsen. Also auf der Bremsstick, der gesehen, wo ich gebremst habe. Auf der Kurve nach Start und Ziel. Schon direkt beim Bahnübergang auf den Bahnschienen. Das war nicht gut. Okay. Jetzt schon Rennfedern drin. Okay. Muss ich wohl vielleicht mal. Richtig Sturz hier, Alter. Oh, der Motorleistung. Geht nicht mehr so viel, aber ich denke, das ist auch ganz okay. Oh, Nockenwelle. Oh, okay. Das ist ziemlich crazy. Noch ein bisschen leichter. Kommen wir hier auf 434 kW, was glaube ich so roundabout 590 PS sind. Rechne ich natürlich auch mal ganz kurz nach. Ich meine, also 590 PS, 434 mal 1, ha, 590,24 PS.
Ja. Rund 590 PS. War doch ganz gut geschätzt. Ist für ein, solch ein Auto, müsste ausreichend sein, um angemessen zu fahren. Aber viel zu tun geht echt nicht. Auch beim Motor geht nicht mehr so viel. Ist eigentlich ganz gut. Ich meine, für 3 Liter 480 PS. Gut, das ist heute. Ja, geht auch mehr. Ich meine, für damalige Zeiten. Das ist natürlich eine Leistung gewesen. Das war abnormal. Das Ding ist, glaube ich, auch heute noch abnormal. Wahrscheinlich auch unbezahlbar. Ich weiß nicht, was so ein Ding kostet, wenn man sowas kaufen kann. Haben wir wahrscheinlich eh noch Sammler. Ich denke, wenn man das kaufen will, muss man schon einiges auf den Tisch legen an Kohle. Das war ein sehr dickes Geldbündel. Hat die serienmäßig 5 Gänge. Boah, ist ganz tief gelegt. Das gefällt mir doch. Oh, 2,6 Sekunden auf 60 Meilen. Und rund, ja, 6 Sekunden auf 100 Meilen. Top Speed 371. Das ist ja ganz schön. Alter, okay. Federn sind komplett weich. Das wird ja schon alles wenigstens ein bisschen härter. Ein bisschen rumschwimmen darf der auch. Weil man wenigstens ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie die Gewichtsverteilung ist. Ich denke mal. Ist es denn, ist es Transaxle? Gute Frage. Hatte ich schon. Ich glaube, ich ist auch noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, also Motorset vorne. Aber ziemlich tief liegender Motor. Tiefer Schwerpunkt. Hat 60 Grad Bankwinkel. Also auch nicht so krass. Der Motor aber auch ziemlich schwer. Ich meine, gelesen zu haben, dass er 260 Kilo wiegt. Also schon. Boah. Leicht ist anders. Ich glaube. Was habe ich noch so im Kopf an Gewichten? Ich glaube, ein Motor von dem M3 E92, also 4 Liter Verbrennungsmotor, habe ich glaube ich so um die 210 Kilo. Was aber krass ist, Porsche 918 Spyder, habe ich glaube ich 140 Kilo der Motor, 4,6 Liter V8. Ja, ist ja nix. Ist halt auch ein Rennmotor eigentlich. Also das kann man so nicht in die Wertung mit einziehen. So, ersten Gang würde ich so machen, so bis 140 oder so. Also eigentlich auch nur zum Anfahren. Das ist der erste Gang nicht zu gebrauchen. Mach erstmal so 125. Für den ersten Gang ist das ganz okay. Das schafft mein Corsa im dritten. Der Top Speed, der war ziemlich übel. 370 Klamotten. Aua. Das ist aber sehr, sehr aua. Also würde ich eigentlich schon so im vierten am besten so 300 fahren. Will ich mal im vierten Gang 300 Klamotten. Ja, 280 ist, denke ich mal, auch schon. Die 370 werden wir mit diesem Auto nie ausfahren. Ich glaube, auch auf der Autobahn schafft er das nicht so wirklich. Weil er dann auch einfach halt Autobahn zu kurz und dann, ich meine, die Kurven auf der Autobahn können die meisten Hypercars voll nehmen, aber halt das Auto natürlich nicht. Ich denke auch nicht, dass die Reifen das bringen werden. Aber ist mir so ein bisschen länger hier. Komm. So. Dann gucken wir mal, ob man diesen Wagen auch halbwegs fahren kann. So, ganz gemütlich beschleunigen. Wie weit man hinten sitzt, diese Motorhaube, wie lang die einfach ist. So, fahr ich mal links ab. Oh. Ich merke, ja, da ist noch Grip vorhanden. Ach du meine Güte. Okay. Grip geht bis jetzt ganz gut klar. Welche Kurvenlage ist schon deutlich besser geworden. Allein natürlich durch die modernen Reifen. Du hast dein Ziel Jetzt haben die erreicht. natürlich einiges getan. Was die Reifentechnik angeht. Es ist einfach nicht mehr vergleichbar. So.
Ich finde das mal eigentlich auch mal ein cooles Auto. Das war was anderes. Das ist ein bisschen so damaligen Supersportwagen oder Hypercars. Aber halt in dem Fall auch sogar Rennwagen. Ja, es geht eigentlich sogar. Geht jetzt noch erstaunlich gut. Aber immer die Runden auf der Rennstrecke, die waren nicht einfach zu fahren. Weil das Handling wirklich sehr, fand ich, unberechenbar war. Ich musste schon auch ziemlich vorsichtig fahren. Deswegen die Runde auch wahrscheinlich nicht so gut war. Es ist halt aber schwer, mit dem Wagen eine gute Runde zu fahren. Das ist auch wirklich nicht einfach dann zum Einschätzen, auch wo ich bremsen muss, die Bremspunkte. Ich muss doch teilweise zurückspulen in Runden, die dann auch nicht gezählt haben. In der Wertung. Wenn ich mich teilweise so verbremst habe, weil einfach nicht, ich konnte nicht so weit denken, dass man halt so früh bremsen muss. Wie auf einer langen Geraden beim Bahnübergang bremsen. Also ich kenne auch das, wo ich damit, dass ich 50 km/h mehr 100 Meter später bremsen kann. Das ist halt was ganz anderes, was man so nicht kennt. So, genug gequatscht. Ich möchte auch mal wieder ein Rennen fahren. Tatsächlich. Ja, wer hätte es gedacht? Natürlich ein Rundstreckenrennen. Nehme ich jetzt meine eigene. Ich kann auch mal meine eigene Strecke nehmen, oder? Wohl. Ich könnte es ja auch mal versuchen. Genau, ich versuche es manchmal mal meine eigene Strecke. Oder eine meiner eigenen Strecken. Die ich auch schon mal ab und zu gefahren bin. Ich glaube zuletzt mit dem Ferrari 458 Speciale. Da müsste ich ja auch gefahren sein. Dann nehme ich mal eine andere Strecke, ist die Frage. Ich bin mir gerade noch nicht so ganz sicher. Die bin ich ja mit dem Lotus 211 gefahren. Kann ich mal eigentlich die hier nehmen, oder? So, die bin ich gar nicht so oft gefahren. Nicht mal die hier. Die Moorhead Wind Farm. Mal gucken, was der Wagen so kann. Das Klasse nehme ich halt, die Klasse Classic Racers oder so. Irgendwas mit Classic oder, ich weiß gar nicht. Aber wir nehmen halt diese Klasse. Vintage Racers, genau, so war das. Hier ist auch dieser, unser alter Bugatti. Auch alle Schweine teuer, die Wagen, also kann man sich eher so nicht leisten. Ich nehme mal das erste hier weg. So, Vintage Racers, ja, German Performance. Ich glaube, das wäre nicht so klug, das zu nehmen. Dann ich mach offen und 6 Grünchen. Bei Regen natürlich nicht. Auch im Bild war noch der Maserati 8CTF, müsste das sein. Also hier in der Klasse habe ich sogar einiges. Also den habe ich beim Wheelspin gewonnen, schon relativ früh. Den gab es, glaube ich, bei dem Edinburgh Castle dazu. Das ist ein, ich glaube, Schaltfinder DLC Auto. Den habe ich mir so gekauft, den Maserati. Aber nicht, also der kostet 10 Millionen. Genau wie der und wie der. Der weiß ich nicht. Kostet eigentlich 10 Millionen, aber ich habe es halt im Auktionshaus bekommen für, ich glaube, 4,6 Millionen. Oder 4,5 Millionen ungefähr. Das war ich noch bereit zu zahlen, aber direkt dafür 10 Millionen hinzublättern, das war mir doch ein bisschen zu viel. Obwohl ich über 20 Millionen hatte. Man muss auch nicht das Geld aus dem Fenster werfen. Aber nicht so krass. Sieht man auch vorne noch gerade den Motor, der wirklich echt tief sitzt. Finde ich auch gut für den Schwerpunkt, dass er schön tief ist. Der Wagen ist generell ziemlich tief. Müsste ja nicht mal einen Meter hoch sein. So, der Bugatti sieht ein bisschen rostig aus. Was haben wir da noch so in der Klasse? Hab ich irgendwas vergessen? Nein. Ich glaube, der Auto-Union, da müssen wir noch mitfahren. Quasi, was heißt Audi Zirk in der Auto-Union Type D. Das war es auch schon mit der Klasse. Und let's go. Ich hoffe, Expert ist jetzt ganz gut. Das ist klasse. Okay, am Start. Geht eigentlich. Die Bremsen sind schon mal deutlich besser geworden. Oh, hat sich mal reingedrängt.
Sound finde ich geil. Generell so alte Rennwagen, egal was man mit da drin ist, die klingen alle eigentlich ziemlich cool. Auch richtig so brachial. Richtiger Motorsound. Finde ich. Sieht ein bisschen wie so ein Traktor aus, habe ich so das Gefühl manchmal. Von vorne. Durch den Mercedes hier nicht. Sieht schön schnittig aus. Lieber ein bisschen früher bremsen. Soll ich mir mit irgendwas vielleicht noch gegen die Wand knallen? Muss ja auch nicht sein. Der Wagen sowieso nicht so gut. Okay. Doch, aber das Handling hat sich doch wirklich extrem stark gebessert. Jetzt denke ich jetzt meine Runden auf der Teststrecke und jetzt, wenn ich jetzt hier fahre, das ist wirklich ein weltbewegender Unterschied, das ist wie Tag und Nacht. Also wenn du vorher smart gefahren bist und jetzt 911er. Sandwich. Audi. Aber ich gewinne, weil er muss dann schalten und ich nicht. Oder einfach die Gänge lang genug besetzen. Das würde Wagen nicht so schlimm. So. Jetzt hat er sich wirklich sehr, sehr geil. Vor allem auch für das Alter. Natürlich würde der Wagen nicht so geil fahren wie aktuelle Rennwagen und auch nicht die Zeiten schaffen. Das geht aber nicht. Das ist an dem Wagen einfach alles zu alt. Der Wagen ist aus dem Jahre 1939. Das sind vielleicht eure Großeltern. Oh ja. Das würde ich auch beim Bremsen nicht querkommen. Ist auch nicht so die optimalste Variante. Das ist nämlich auch so viel schöner. So. Tschüss, ne? Leistung. Ich denke mal, Leistung ist ja der hier in der Klasse am meisten haben. Von denen, die im Spiel vertreten sind. Sehr ähnlich. Ich denke mal, auch tunbar müsste da eigentlich keiner. So also keiner mehr sein. Auf jeden Fall ist keiner schneller vom Topspeed, das bezweifle ich. Dass da noch irgendeiner andersweise rankommt. Bei dem Grad 371 war ja angegeben. Das wird mit dem Auto auf der Autobahn nicht schaffen. Darum geht's ja auch nicht. So. Oh, scheiße. Zum zweiten schön Vollgas geben. Ganz entspannt. Ohne mir großartig Sorgen machen zu müssen. Sehr gut. So. Ja. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein beim Beschleunigen, aber sonst kann man schön stempeln. Pedal to the metal. Wenn es Metall ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall was anderes leichter. Das war nicht gut. Da wäre der Wagen jetzt hin gewesen und der Mann muss trotzdem noch relativ zeitig bremsen. Das kann mir aber auch nur so vorkommen, da der Wagen einfach so schnell beschleunigt. Von so schnell Geschwindigkeit aufbaut. Das kann auch täuschen. Bei 170 in den dritten. Völlig normal. So, und Vollgas. Ist das verbessert? Ja, ich glaube sogar noch ein wenig verbessert. In circa eine halbe Sekunde. Jetzt, ja. Und 47,4. Ja.
Also ganz okay. Ich muss sagen, von denen, die hier im Spiel vertreten sind in der Klasse, wenn du Racer hast, finde ich auch den Mercedes am schönsten. Der sieht so am schnittigsten, einfach am gelungensten, am coolsten aus. Das sage ich auch nicht, weil es irgendwie Mercedes ist, weil es ein deutsches Auto ist. Und das andere ist ein Alfa Romeo, das muss irgendwie scheiße sein, weil es nicht deutsch ist. Nein, das ist Quatsch. Ich finde einfach am schönsten. Von denen, die es hier gibt. Vielleicht würde ich mich auch gerne über mehr Autos freuen. Wenn da was anderes reinkommt. Aus diesem Zeitraum. Der Bugatti ist, glaube ich, sogar noch von Ende 1920er. Der hier ist Ende 30er. Das ist schon eine ziemlich große Spanne. Auch ein ziemlich großer Unterschied. Ich meine, der Bugatti, der ist, glaube ich, in der D-Klasse sogar. Habe ich den überhaupt, den Bugatti? Muss ich mal gucken. Das ist halt wirklich sehr, sehr langsam. Wenn der Mercedes hier schon eigentlich ziemlich schnell ist. Okay, habe ich nicht das Ding. Schade. Doch, finde ich cool, das Ding. Den Mercedes. Felgengröße, ja. Ja, ich gehe nochmal kurz auf die Autobahn. Mal gucken, wie das sich dann so mit gerade Ausfahrt aussieht. Wenn wir so Topspeed-mäßig schaffen könnten. Wenigstens einmal 300 fahren. Das ist meine Mindestherausforderung. So, ja, Sinn. Genau, ich wollte hier langsam hinter dem BMW abbiegen. Das war mein Plan. So, erster Gang. Ich habe über 60. Die Kurven sind auch problematisch, weil ich glaube, die Kurven hier nicht Top Speed nehmen. Ah, das Speed anreichen geht es echt gut. So, 13. Berg hoch übrigens, ne? 20. Einfach nur krass. Ich glaube, teilweise einige Hypercars quälen sich oder Superschubwagen quälen sich hier Dollar hoch. Das ist ja wie eine Corvette Z1 oder so. Ich glaube, die macht das nicht so easy. Wir waren hier bei 300 km beschleunigt. Naja, echt ein cooles Teil. Den war es leider schon wieder für heute. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Und dann auch in der Sommersaison übrigens. Mal so als kleiner Hinweis.